Und dort dachte ich mir gerade, könnte ich eigentlich auch mal spielen, aufnehmen und dann hier ins Let's Play einbinden. Das sollte ich wirklich mal häufiger machen. Ich habe das bisher, glaube ich, einmal gemacht, aber das Ding ist noch nicht in der Playlist drin. Weil ich das noch nicht aktualisiert habe. Und, ach komm, haben wir hier nicht hier noch irgendwas vergessen? Ich meine schon. 364er 6. Oh, das wird nie reichen. Das wird nie reichen für dieses bisschen Holz, was wir da brauchen. So, hier haben wir wirklich kein Holz vergessen. Nicht irgendwie noch den 64er Stack voll machen oder so. Ich mache mir gleich wahrscheinlich die Windel voll, weil hier gleich alles voller Monster ist, die ich nicht sehe. Fische haben wir nicht dabei, oder? Nee. Wir haben ein bisschen. Natürlich haben wir noch Eisenerz mitgenommen. Kruppstahlerz. Damit wir auf jeden Fall, wenn wir sterben, dass es besonders ärgerlich wird. Denn so ein 64er Stack, der ist schon. Der tut schon weh. Auch wenn wir durch unsere Kolonie ein bisschen verdienen, ein bisschen Geld, sodass wir uns da was holen können. Aber dieser 64er Stack ist ja. Da geht's zur Monsterfalle. Oh, da ist ein hoher Baum. Da ist ein Skelett. Ich glaube, ich gehe mal hier so ein bisschen höher. Eigentlich müssen wir. Ach ja, in 1.3 müssten wir eigentlich noch weiter gehen. Ich habe übrigens mal geguckt. Diese Karte hier ist schon fast 100 Blöcke groß. 100, ich bin auch so ein voll 100 Megabyte. Ich glaube 89,9 waren das bisher. Megabyte, die diese Welt alleine groß ist. So, ich möchte nicht zum Monsterfalle, ich möchte eigentlich zum Dschungel. Warum laufe ich dann hier lang? Sag mal, kann mir das irgendjemand mal sagen, warum ich so planlos in der Gegend rumlaufe? Oh, verdammt, ich habe das Lied nicht mehr richtig im Kopf. Und 137 Meter. Genau, machen wir jetzt auch so eine Show. Wir machen jetzt. Oh, kleiner Frame-Absturz. Quatsch. Kleiner Chunk-Absturz. Wir machen jetzt auch 110 Meter des Grauens im Dschungel voller Schweine. Ach ne, das ist gar kein Schwein. Das ist ja nur ein. Voller Creeper. Skelette. Enderman. Zombies. Das soll uns aber nicht interessieren, denn wir haben hier Kühe. Von diesen 100 Metern bleiben nur noch... Hallo, Andy. Mr. Anderson, was haben Sie getan? Ich hätte mal mein Schwert rausholen sollen. Pilz! Wir haben einen Pilz. Gleich sind wir angekommen. Hinter uns lauern sicherlich schon 10 Creeper, die ich nicht gesehen habe. Ah, nee. Andy? Autsch. Andy, Andy, Andy. Andy. Wo bist du? Autsch. Ich sehe doch nichts, Andy. Mensch, ich bin doch immer verpeilt. Blablablablablab. So, genehmigen wir uns mal ein Schlückchen. Also ein Häppchen. Wechseln wieder auf das Schwert. Oh, das dürfte auch Ultima sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Ist lange her, dass ich das gespielt habe. Wir müssen vorbereitet sein. Och Mist, ich dachte, ich könnte ihn da jetzt so richtig schön verarschen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, die Spinne wäre jetzt irgendwie unhittbar oder sowas. Ja, Ultima 9 Musik. Es gibt keine bessere... Wow. Ja komm, wir sagen mal in unserem Dorf Hallo. Da können wir auch in der nächsten Version handeln. Zumal wir ja auch ein bisschen Weizen haben, können wir es zumindest mal benutzen. Denn die Brote, die wir verschlingen, das ist ja relativ wenig. Es wurde auch gefragt, ob ich nicht eine Erntemaschine bauen könnte. Ja, dachte ich mir, nö. Was? Hallo? Ja, man kann mit denen noch nicht handeln. Das bringt an sich nichts, wenn wir uns eine Erntemaschine bauen würden. Denn das... Ich meine, wir würden uns einen Teil sparen. Aber ich wollte gerne so mittelalterliche Kolonie und... Also Quatsch, Mittelalter. Scheiße. Na super. Dann muss ich gleich wieder die Tine Wittler holen. Das ist doch... Hey, direkt im Kampfteam von Gothic. Ja, Gothic. Ein wunderschönen... was ist das eigentlich? Gar nichts ist das. Also mit einem.
komm schon. Dass die Creeper auch immer so explosiv sein müssen. Boah Gott, ich hab's mir heute einmal angetan. Ich habe immer wieder Assi-TV angesehen. Reality-TV. Ja. Und ich dachte mir nur so... Ich weiß gar nicht, was war das? Irgendwie Roma in Deutschland oder sowas. Mit coolem Jazz. Wir sind ganz easy entspannt. Ja, diese Welt so... Die ist ja da. Na, auf jeden Fall die Roma... Glaube ich, genau so war das. Roma in Deutschland. Guckst du mal rein. Ich dachte nämlich von wegen Roma, Rom und sowas. Aber nein, es... Haha. Bin ich aus dem Bett gefallen. Tut mir leid. Naja, auf jeden Fall, ja, wie leben sie? Wie finanzieren sie sich das alles? Sie haben keine Grundlagen. Da dachte ich mir, Leute, wisst ihr, wie die sich finanzieren, indem sie euch da ihren Scheiß, indem sie sich der Lächerlichkeit preisgeben, indem sie bei euch da Werbung machen, Quatsch, in der Sendung mitwirken, in irgendwelchen komischen Verträgen. Hallo, hallo, Hallöchen. Hallo, ich hab gar nicht mehr ein 60er der Kobbel dabei, oder? Egal, ich gehe eh nur diesen Weg hier. Zack. Haben wir schon lange nicht mehr. Wow. Na komm schon. Kann übrigens sein, dass ich in nächster Zeit ein bisschen schief bin, falls ich irgendwie so einen Kram mache, sonst hatte ich das... Auf einer relativ... Sag mal, ist es schon wieder dunkel? Oder habe ich hier einfach eh kein Licht drin? Das Feld. Das Feld da hinten müssen wir eigentlich auch mal wieder ausbauen. Habe ich eigentlich noch... Ja, es funktioniert. Hurra. Ich habe wahrscheinlich auch in der nächsten Aufnahme mit 131, hoffe ich mal, dass die Aufnahme hier reicht, werde ich mit der nächsten Aufnahme wohl mal, ja, eine andere Optifine-Version ausprobieren. Ich renne hier so rüber. Vielleicht sollte ich hier mal Eis hinmachen. Ach, wir sind fast 1000 Meter von unserer komischen rosa Höhle entfernt. So, ich muss auch mal ganz kurz gucken. Funktioniert alles bisher? Ist alles okay? Läuft man! Während wir richtig abgehen. Na? Scheiße, ich hab die Colony. Mine Colony Properties. Entschuldigt. Mist, ich habe die Minecraft Mine Colony. Also die Mine Colony Properties wieder nicht angepasst. So, wir brauchen mal ein bisschen IKEA Markenware. Schleichwerbung! Ja, es ist ja okay. Mensch, Leute, ich werde von ihm bezahlt. Nein, ich lasse mich hier nicht bezahlen. Ich werde hier für kein Geld nehmen und für sonst irgendetwas. Ich mache das zum Spaß. Was? Ein YouTuber, der Spaß dran hat? Das gibt's doch überhaupt nicht. So. Sieht doch schon sehr viel besser aus als dieses mit dem Sand. Ein Kohle, 6 Glas, bla bla bla, 172 Wolken. Ich glaube, dann brauche ich mal wieder ein bisschen Wolle. Dann müssen die Schafe sich vermehren lassen. Wow. Mein Gott, du betreibst doch nur irgend so eine alte Viehzucht. Ja, rettet die Tiere vor ihm. Wir müssen sie ihm wegnehmen. Das ist doch alles blöd. Ja, gut. Und dann sich irgendwie, keine Ahnung... Obwohl, da ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, der Tierschutz. Und die Frame-Brüche sind sowieso, da will ich gar nicht drüber sprechen, das ist einfach blöd. Naja, auf jeden Fall, der Tierschutz ist eigentlich ein richtig interessantes Thema. Es gibt ja solche, denn die meisten, die den Tierschutz verletzen, oder zumindest die bei Tierschützern angeprangert werden, das ist die... Was war das denn gerade eben? Waren wahrscheinlich die von der Kolonie, verdammt. Das ist die Kosmetikindustrie. Man mag es, ich weiß nicht, vielleicht meinen einige, ja, ist doch eh nur die Forschung und sowas, die probieren doch alles nur an Tieren aus. Aber genau das macht ja die Kosmetikindustrie, dass sie einiges an Affen testen. Also nicht an irgendwelchen, ja, komischen Typen auf RTL, sondern wirklich an Affen. So an diesen, an den richtigen Affen, die, die was in der Birne haben. Hallo? Ja, willst du Banker werden, oder?
Ja, und die ist dann auch irgendwie, kommt dann auch solche richtig klasse. Ich muss mal wieder auf Werbung zurückkommen, ist auch immer schön.